Hallo Leute und willkommen zu meiner Review von Dracula Untold. Auf Dracula Untold habe ich persönlich mich im Vorfeld doch relativ gefreut. Das liegt daran, weil es zumindest für mich den Anschein macht, als ob seit 10, 15 Jahren kein anständiger Vampirfilm mehr rausgekommen wäre. Ich weiß ganz genau, was ihr jetzt denkt. Nein, Twilight zählt nicht. Gerade weil Filme wie Twilight den Vampir als Figur für eine neue Zielgruppe an Zuschauern, ich sag mal, komplett zerstört haben, hat es mich im Vorfeld sehr gefreut, dass mit Dracula Untold versucht wurde, wieder zu dem, ich sag mal, Urvampir, wirklich Dracula, zurückzugehen. Das fängt schon damit an, dass Dracula in diesem Film nicht einfach von Anfang an als Dracula rumläuft und sagen wir mal, I want to drink your blood. I hate the family Belmont. Nein, ganz im Gegenteil. Zu Beginn ist Dracula nämlich noch ein ganz normaler Mensch mit dem Namen Vlad Tepes. Das ist in der Tat ganz nett, denn Vlad Tepes hat tatsächlich existiert und er war die Vorlage für Bram Stoker, der dann schlussendlich ja eigentlich erst den Roman Dracula geschrieben hat. Man könnte also sagen, Vlad Tepes war der Real-Life-Dracula. Generell wurden hier relativ viele Details aus der wahren Geschichte übernommen, was mir sehr gut gefallen hat. So ist es zum Beispiel, dass tatsächlich die Türken in das Land einfallen, um das Volk von Vlad Tepes zu versklaven, zu ermorden, zu meucheln, zu brandschatzen, was auch immer. Auch Vlad selbst ist relativ nah am Original geblieben. Den Spitznamen Vlad der Fehler hatte er nämlich tatsächlich deswegen, weil er an seiner Landesgrenze zur Abschreckung über 30.000 gepfählte Türken aufgestellt hat. Genau das tut ihr später im Film nämlich mehr oder weniger genauso. Es sind gerade diese kleinen Details, die mir persönlich sehr gefallen, da ich sowas in anderen Dracula-Filmen oder generell Vampir-Filmen sehr vermisse. Jedenfalls dieser Mensch, der die Hauptrolle in diesem Film spielt, macht auch wirklich eine gute Figur. Ich persönlich hatte ihn nur von der Hobbit zuletzt in Erinnerung. Und gerade im Hinblick darauf, dass ja auch bald ein Reboot von The Crow kommt, oh yeah. Der Film bemüht sich am Anfang, Vlad sehr menschlich darzustellen. Das sehen wir dadurch, dass seine Kindheit gezeigt wird und wie er richtig kranke Scheiße im Krieg erlebt und wie er dann nach Hause kommt von einem Kreuzzug und seine Familie trifft und er natürlich sowas wie der Best Daddy in the World ist. Das Problem ist nur, dass es das dann irgendwie schon wieder war. Er zieht dann los, ist ein Vampir und hat die Bedingung, 3 Tage lang kein Blut zu trinken, dann wird er wieder ein Mensch. Logischerweise fügt man dem Charakter solch ein Detail hinzu, weil das die ganze Geschichte natürlich etwas dramatischer macht und es gibt ja auch so diese Essenz von einem gewissen Zeitdruck. Das nächste Problem ist aber, dass dieser Blutdurst, der Vampire ja eigentlich auszeichnen sollte und zu wilden Bestien macht, überhaupt nicht rüberkommt. Es gibt, glaube ich, 1, 2 Szenen, wo er in Versuchung ist? Oh, und natürlich ist die eine Szene davon die obligatorische Sexszene mit seiner Frau. Die Probleme gehen spätestens dann weiter, wenn er anfängt, eine riesige Armee im Alleingang komplett auszuradieren und die Leute einfach nur so denken, Ew, was war denn das? Und er nur so, ihr dürft mich niemals deswegen fragen. Keine Fragen. Okay. Das ist einfach ein bisschen stumpfsinnig. Ein Monsterfilm wäre auch kein Monsterfilm, beziehungsweise ein Vampirfilm wäre kein Vampirfilm, wenn nicht irgendwann die Szene kommen würde, wo alle Leute so richtig böse und angefressen sind. Man hat als Zuschauer das Gefühl, dass sich die Leute nämlich auf einmal zusammenrotten und aus dem Nichts heraus mit ihren Fackeln und Mistgabeln auf ihn losgehen und sagen, den wollen wir nicht mehr, der ist voll doof. Und wie überzeugt Dracula die Leute dann doch davon, dass er ein echt knorker Typ ist? Er macht etwas Nettes, etwas Selbstloses, etwas Herzerwärmendes, richtig? Nein! Er schreit die Leute einfach an. Tja, zu dem hätte ich auch Vertrauen. Ja, wenn er schreit, dann muss er recht haben. Ein anderes Detail, was mich echt gestört hat, war Mehmet. Wer oder was ist Mehmet? Sehr gute Frage, junge Frau.
Mehmet ist der Antagonist in dem Film und stellt den Gegenspieler von Dracula dar, als türkischer Feldherr. Was mich an ihm stört? Nun, Mehmet wird gespielt von Dominic Cooper. Und Dominic Cooper sieht nicht aus wie ein Türke. Nein! Das lässt für mich Howard Stark in einem ganz neuen Licht erscheinen. Warte. War Howard Stark eigentlich Türke? Heißt das jetzt, Iron Man ist auch Türke? Das könnte der Grund sein, warum er in Avengers Shawarma essen wollte. Eine andere Glanzleistung, für die Mehmet sich brüsten kann, ist, dass er auf die Idee kam, seinen Männern im Krieg die Augen zu verbinden. Ich verstehe echt nicht, wieso. Ich meine, wenn ihr im Krieg seid, dann wollt ihr doch Leute töten. So kaputt machen und so. Warum verbindet man den Leuten dann die Augen? Okay. Die hatten Angst vor Dracula. Kann ich verstehen. Aber was ist denn das für eine Logik? Ich verbinde den Leuten die Augen und dann sehen sie den Feind nicht und dann haben sie keine Angst mehr? Haha, Dracula, jetzt bin ich zwar blind, aber wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich auch nicht sehen. Nichtsdestotrotz hat der Film auch sehr viele gute Seiten. Die Vampirkräfte von Dracula sind gut in Szene gesetzt und sehen so aus, wie ich mir das eigentlich auch für einen Vampirfilm mal vorstelle. Die Schlachten sind wirklich gut gelungen und machen Spaß, auch wenn sie jetzt nicht an sowas wie Helms Klamm von Herr der Ringe heranreichen, aber damit sollte man, finde ich, sowieso nicht vergleichen. Die Schlachten waren zum Teil sogar so gut, dass ich mich geärgert habe, dass ich den Film nicht in 3D gesehen habe. Und man muss dazu sagen, ich finde 3D zum Kotzen. Es gab da eine ganz nette Szene aus der Ego-Perspektive, wo ein Soldat von Dracula gemetzelt wird, er zu Boden fällt und dann in dem Spiegelbild seines im Boden steckenden Schwertes noch sieht, wie Dracula hinter ihm weiter durch seine Kameraden hackt. Blutig. Das alles war wirklich sehr nice dargestellt und hat auf jeden Fall sehr viel zur Stimmung des Films beigetragen. Es hat mich alles sehr an Castlevania erinnert, was jetzt nichts Schlechtes ist, sondern was wirklich etwas sehr, sehr Gutes ist. Ich habe jetzt irgendwie wirklich viel Schlechtes über den Film gesagt, aber bitte lasst euch nicht täuschen, so schlecht ist der Film gar nicht. Ja, er ist stellenweise sehr, sehr dumm. Aber wen juckt's, wenn zumindest die Kämpfe in Ordnung sind und vor allem, was mir sehr am Herzen liegt, das Vampir-Thema endlich mal so aufbereitet wird, wie es sich gehört. Der Film ist mit seiner Laufzeit von, ich glaube, ungefähr 92 Minuten, aber auch einfach zu kurz, um mehr auf die emotionale Schiene gehen zu können. Es gibt viele gute Ansätze bei dem Film, die aber irgendwie nicht zu Ende gedacht wurden, was an der kurzen Spieldauer liegen mag. Ich muss sagen, als ich aus dem Kino kam, war ich nicht komplett enttäuscht. Nein, ich war sogar leicht überrascht darüber, dass er meine Anforderungen an einen düsteren, ernsteren, dunkleren Vampirfilm wirklich mal erfüllen konnte, was ich so halt seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Man muss stellenweise schon mal seinen Verstand ausstellen, aber wenn man das tut, dann hat man trotzdem mit dem Film eine Menge Spaß. Die haben ihren Soldaten die Augen verbunden. Nichtsdestotrotz bekommt Dracula Untold von mir 8 von 10 Punkten. Mittlerweile gibt es sogar Gerüchte, dass Universal mit Dracula Untold den ersten Teil eines, ich sag mal, Monster-Franchises geschaffen hat, in dem dann später Frankenstein, die Mumie, Wolfman und so weiter und so fort alle zusammengeführt werden. So, ich sag mal, Avengers-Style. Ich persönlich hoffe, dass sich die Gerüchte in die Richtung hin bewahrheiten. Einfach weil ich denke, dass man mit relativ wenig Aufwand die Probleme, die jetzt Dracula Untold hatte, beziehungsweise die Probleme, die ich in dem Film gesehen habe, dass man die relativ leicht ausmerzen könnte. Zum Beispiel, wenn man einfach mal sagen würde, hey, wir geben euch nicht nur 90 Minuten Zeit, sondern vielleicht mal 2 Stunden oder 2,5, wie fast jeder andere Film heutzutage auch. Oder dass man mal wirklich mehr Fokus setzt auf die Charakterentwicklung an und für sich, damit man auch einfach mehr eine Bindung zu dem Charakter an und für sich eingeht und es einem dann im Endeffekt nicht scheißegal ist, was mit dieser Person passiert. Wenn man sich das alles zu Herzen nimmt, dann könnte uns ein Monster-Film-Universum bevorstehen, das wir so noch nicht hatten und so noch nicht erlebt haben. Und ich persönlich fände das sehr, sehr geil und würde mich sehr darauf freuen. So, das war meine Meinung zu Dracula Untold. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Meinung.
Und wenn ihr mir eure Meinung mitteilen wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Fandet ihr den Film geil? Fandet ihr den Film scheiße? Denkt ihr, ich bin einfach ein verdammter Vollidiot? Schreibt es bitte in die Kommentare, ich werde es lesen.